Nahkampf. Jeder von denen kommen jetzt noch? Das müsste ich jetzt gerne mal. Fahrstuhl sind am Stein gefolgt. Garm und ich ziehen mit euch in die letzte Schlacht mit Korak. Ja gut, dann wir gehen mal zu Fuß raus. Dann machen wir das mal ganz regulär. Also ein schön enger Tunnel hier. Na gut, dann wollen wir mal wieder zum Wolfsheini. Dann kann der uns mal segnen. Jo, jetzt mal schauen. Sollte eigentlich recht zügig gehen diesmal wieder, ja. Wobei Städte dauern nochmal einen Tacken länger. Nehmt euch in Acht. Söhne Svanias lauern in den Höhlen. Ja, hatten wir doch schon. Die lauern da nicht mehr. Hat sich erledigt mit dem Lauern. Wir könnten fliegen, aber ich nutze die Zeit und hole uns mal eben bei der Hütte des Raben zumindest den Wegpunkt. Wenn wir da jetzt auch nicht unbedingt reingehen, um die Sehenswürdigkeiten zu, wobei das können wir eigentlich auch eben machen. So viel Zeit muss sein. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns hier einen zweiten Skill zulegen. Damit wir dann noch einen Tacken besser am Start sind. Und ich weiß immer noch nicht, oh, Fackel im Weg. Ich weiß immer noch nicht, ob wir einen Fernkampf- oder einen Nahkampfjäger machen sollen. Hat natürlich beides seine Vorteile. Also, klar, wir werden zwangsläufig sowohl eine Fernkampfwaffe als auch eine Nahkampfwaffe anlegen. Die Frage ist, auf was wir uns hauptsächlich konzentrieren wollen. Sprich, wenn wir uns neue Ausrüstung zulegen, wo setzen wir die Priorität? Wird zuerst die Nahkampfwaffe geholt oder die Fernkampfwaffe? Moda die Flinke spricht mit dem Wolfsschamanen. Naja, der wird uns wahrscheinlich auch nichts Tolles erzählen. Der wird sagen, oh, bist du gesegnet. Gut, ach komm, dann nehmen wir die Hütte des Bären auf dem Rückweg auch noch mit. Dann zeige ich euch ein bisschen was von Holbrak. Eine kleine Sightseeing-Tour hier. Hütte des Raben, des Wolfes, des Bären. Hier brauchst du zumindest nicht um deine Hausnummer irgendwelche Sorgen machen. Du bist einfach nach einem Tier benannt. Oder gibt es hier auch die Hütte des Bären Nummer 372? Auch sehr schön mit den Eisskulpturen hier, muss ich mal sagen. Die stehen auch vor allen Hütten. Da hinten sieht man gerade noch welche. Da sind sie jetzt gerade hinter den Bäumen verborgen. Die haben aber auch Türen hier gebaut. Ihr habt nicht allzu viele Kriegsnarben wie ich. Ich weiß nicht, wie groß die Norn ursprünglich mal waren. Jedenfalls mögen die große Türen. Generell ist hier alles sehr, ja, XXL-lastig. Die Säulen, normale Breite, ach, scheiß drauf. Wir machen das Ding einfach 5x5 Meter. Fundament und dann passt das. So, hier haben wir Dings, da haben wir dieses. Ja, hier sitzt der Aussichtspunkt, glaube ich, auf dem Kopf des Bären, wenn ich mich nicht irre. Beziehungsweise sehr gut auf dem Rücken. Schlagt mich doch. Ja, die werde ich irgendwie mal offscreen dann auch holen. Ja, und ich gehe jetzt schon extra an dem Wegpunkt und dem und der Sehenswürdigkeit hier vorbei, weil sonst wird mich irgendwer wieder steinigen, weil ich 2 Minuten mehr durch die Gegend gelaufen bin. Aber ich wiederhole es nochmal. So ist das. Also ich muss mal schauen, ob ich irgendwie die Folgen mit den Hauptmissionen besser kennzeichne oder anders kennzeichne. So, dass halt die Leute, die wirklich nur die Hauptmission sehen wollen, sich die entsprechenden Quests raussuchen können. Und ansonsten sage ich immer, wer sich sowas anguckt, der muss auch komplett durchhalten. Weit man's heil! Es ist vollbracht. Ormis Qualen sind vorüber und sein Geist ist zum Wolf zurückgekehrt. Der Wolf ist froh. Zum Dank für eure Mühe wird er euch die Stärke und Schnelligkeit schenken, die ihr braucht, um euren Gegner, den Jotun, zu besiegen. Jawohl, ja. Geist des Wolfes, hört mich an. Belohnt die erhaltene Hilfe mit eurer Schnelligkeit, Stärke und Wildheit. Wir bitten um eure Hilfe und euren Segen. Ja, muss man nicht gleich schreien. Ich fühle mich unverändert.
Hat es gewirkt? Der Wolf hat unsere Bitte gehört. Er wird über euch wachen, wenn ihr dem Jotunkönig entgegentretet, und seine Gabe wird den Sieg in Reichweite rücken. Ihr braucht nur danach zu greifen. Ich danke euch. Mit dem Segen des Wolfes überwinde ich Korak und befreie sein Volk aus dem Verderben, in das er es gestürzt hat. Möge das Rudel euch begleiten. Amen. Religion. Ohne Worte. Ja, hier nehmen wir, glaube ich, mal wieder Kraft. Eine ganz besondere Eroberung. Ja, gleich mal an hier. Das. Der Westen kann eigentlich verschachert werden, glaube ich. Ja. Gut, das können wir verschachern. Das ist hier mit. Na, die ist auch nicht unbedingt so viel toller. Also bringt uns die Vitalität mehr als die Heilkraft. Auch wenn wir im Moment das ein oder andere Mal Heilkraft auch gut gebrauchen könnten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, habe ich schon wieder nie aufgepasst. Trefft euch mit Erste Galkin. Wo sollen wir uns denn treffen? Da oben. Gut, dann würde ich sagen, wir porten uns direkt mal zur Ossenfoldschneide. Marschieren dahin, vermöbeln den König und gehen wieder. Die Wandererhügel. So, ja, der hat wieder ein Sekündchen länger gedauert. Na egal. Da haben sie ausgehalten. Aber länger dauert ist völlig in Ordnung. Gut, dann schauen wir mal, wo wir lang müssen. Da von der Nord, genau, da vorne sieht man es schon. Es leuchtet so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, inwiefern man es auf dem Video wirklich erkennen kann. So. Zack. Wir haben vergessen zu verkaufen, ne? Warum erinnert ihr mich denn nicht daran? Ihr müsstet mittlerweile wissen, dass ich sowas echt gerne verplane. Aber egal. Nehmen wir hier noch ein paar Erfahrungspunkte mit und gucken jetzt gleich erstmal, wie wir den komischen Minotaurus killen. Nach dem zweiten Skill beseitigt alle 10 Sekunden einen Zustand. Die nächsten 5 Angriffe Blutung. Was hat der für einen Cooldown? 45 Sekunden. Reicht der Blitz nach hinten aus, verursacht Schaden und erhaltet Elan. Puh. Ich glaube, wir nehmen das mal die Feuerfalle einfach. Stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Dann können wir die Typen jetzt auch noch abfackeln. Können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich kann sie nur gerade nicht in die Leiste ziehen, weil sie im Kampf sind. Zack. So. Out of Combat und Feuerfalle. Du bleibst mal hier. Sieht doch gut aus. Wir könnten auch die Gegner, wenn sie uns rumkommen, einfach mit Pfeilen zurückschubsen. Das hat natürlich auch seinen Vorteil. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du kommst mit. Du kommst mit. Du kommst mit. So, jetzt da. Ich weiß, jetzt brauchst du auch nicht mehr, aber egal. Ja, wie ihr seht, die Brandfalle sorgt auch dafür, dass unsere Pfeile brennen, wenn wir darüber hinaus schießen. Also vorausgesetzt natürlich, die Falle wurde vorher aktiviert. Wir nehmen noch ein paar Kartoffelchen mit. Können wir uns heute Abend lecker Bratkartoffeln machen oder Kartoffelpuffer oder einen leckeren Kartoffelsalat oder einfach Kartoffeln mit irgendwas. Den hätte ich jetzt gerne erst. Ich glaube, der uns gleich wieder aus dem Wasser. Teddy! Jetzt würde gerne hier noch ein Boden fallen. Ja, es gibt tatsächlich noch Leute, die hier unterwegs sind. Damhai, Damhai. Weiß jetzt nicht, was gemeint ist, der Name. Passt schon. Ne, wir wollen jetzt noch nicht da rein. Wir wollen erstmal hier die Kartoffeln holen. So. Das ist mein Schicksal. Und jetzt gehen wir hier rein.
Der letzte der Riesenkönige. So heißt der Senf. Und da ist die gute R. Der Segen des Wolfes umgibt euch wie eine vom Mond erleuchtete Wolke. Ich sehe ihn. Und genauso wird es Korak ergehen. Das wird das Letzte sein, was er sieht. Richtig. Aber machen wir uns nichts vor. Die Jotun werden uns nicht einfach zu Korak gehen und draufhauen lassen. Nicht? Der Drache kann betrügen, so viel er will. Korak wird sterben, genau wie alle von Jormaks Dienern. Bewahrt euch diese Zuversicht, Bezwinger. Zweifel kann Helden schwächen. Aber ein tapferes Herz hilft euch, stark zu sein, wenn der Zweifel wächst. Geht! Garm und ich werden direkt hinter euch sein. Ja, wie immer. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn jetzt? Biss, Ausfall, Sprung, Wolfsbaby. Oh, wie süß. Und heilendes Geheul. Okay, 5 ist heilen und der Rest ist leck mir im Arsch. Lalalalala. Wir beißen uns durch. Lecker, lecker. Ah, das ist doch ganz cool. Eine mal probieren. Leopard verwandelt. Jetzt sind wir ein Geisterwolf. Von dem Segen war jetzt gerade noch nicht so viel zu sehen. Auch wenn er der Überzeugung war, dass der Segen uns wie eine vom Mond erleuchtete Wolke. Ich finde, das hat sich auch sehr schön formuliert. Neuer Wolfsbaby. Ach, das ist doch ein normaler Wolf. Okay. Ach, nee, das ist gar. Welches ist denn jetzt unser? Okay, das ist unser Gefährte. Also das Sidekick quasi. Ich würde es eigentlich nicht im Allwolf sein, weil es sieht jetzt nicht unbedingt spektral aus. Das bin da auch. Bin ich doch am Arsch. Ihr seid doch alle zu blöd zum Kacken, ehrlich. So, Korak. Ja, nun, die hier ist auch noch. Du kannst mir noch so viele Jotun entgegenwerfen. Wir sehen gleich alle Fälle. Dann heißt es. So, ist er schon da? Ach, jetzt kommt er mit Schwerter. Na ja, bitte. Egal, ne? Wolf. Gut, den. 1, 2, 3, noch 4, noch 3. Und eine Schwarzlöwen. Ja, für die Dinger brauchen wir einen Schlüssel, den man entweder finden kann oder eine Quest bzw. Gebietsbelohnung. Oder kaufen im Shop. Ihr zweifelt also an Jormark? Ha! Zähne und Pelz sind nutzlos gegen die Macht des Drachen. Schau mich jetzt an, Winzling. Und seht die Macht eines Riesenkönigs. Ich sehe nichts weiter als eine Kreatur, die ihre Seele und ihr Volk für Macht verkauft hat und in die Sklaverei geraten ist. Ich werde euch entzweireißen und die Stücke auf Jormarks Altar legen. Der Drache hält seine Abmachungen ein. Ich bin unbesiegbar. Die Jotun werden erneut über die Zittergipfel herrschen. Ja. Ganz ihr seid den König der Jotun herauszufordern. Da zeigt der Segen des Drachen. Fertig hier. Das scheint jetzt nicht unbedingt der schwierigste Gegner zu werden. Auch wenn er das Champion-Symbol und seinen Kopfball im Ring mit gekreuzten Schwertern. Scheint er jetzt nicht gerade championhaft zu sein. Lange kann er nicht mehr noch einrufen. Knappe. Cool. Sprecht die überlebenden Jotun an. Wo lebt denn hier noch einer? Ach da. Wollte schon sagen. Ich hab noch kein Leben gelassen. Ich wähle dich.
Ich dachte, sie würden aufgeben nach Koraks Tod. Aber da kommen noch mehr. Seht ihr, was mit eurem Anführer geschehen ist? Das ist es, was einem der Drache bietet. Lügen, gebrochene Versprechen und Tod. Genau. Hört drauf, was die gute Frau sagt. Korak hat sich für Macht verkauft und ist dafür in den Tod gegangen. Wollt ihr ihm folgen? Nein. Eines Tages werden wir wieder mächtig sein. Aber nicht durch den Einfluss des Drachen. Wir gehen jetzt. Sie waren einst ein stolzes Volk. Aber aus Stolz wurde Arroganz und aus Stärke Brutalität. Ich bete, dass wir diesen Weg nie gehen werden. Das werden wir nicht, solange es Anführer wie euch gibt. Och, jetzt wird mir aber schlecht. Ihr seid klug und beherzt, Bezwinger. Ihr habt das Zeug dazu, Großes zu erreichen. In Stein und Gesang verewigt zu werden. Von mir hat man einmal dasselbe gesagt, aber ich habe die Erwartungen nicht erfüllt. Aber meine Geschichte geht weiter. Ich kann euch beibringen, was ich von der Welt weiß und wie man sich ihren Gefahren stellt. Kommt wieder zu mir, wenn ihr Sorgen habt. Ich werde euch helfen. Es wäre mir eine Ehre. Auf ein Wiedersehen. Ich bin der Meister des Lebens. Sprecht nicht mit ihnen. Das wäre unter unserer Würde. Das wäre ja eigentlich ganz nett. Aber der Langbogen ist auch nice. Mehr Schaden gibt uns Kraft. Aber das Schwert ist auch nicht übel. Das ist übrigens einer der Schlüssel, die ich gerade angesprochen habe. Jetzt können wir gleich die Kiste mal öffnen. Und unser Inventar ist sowieso voll. So, kann man einer hier den Scheiß wegpacken. Ja, so, zack. Ja, was nehmen wir denn? Schwert oder Bogen? Eigentlich bin ich hier für den Bogen. 160 sind schon mal 17 mehr Minimalschaden. Und auch mal eben 20 mehr im Maximal. Ich glaube, wir nehmen den Bogen. Ein passendes Ende.